Herzlich willkommen zur Karte auf dem Marsch. Wir bringen jetzt silage Ballen zum BGH. Und zwar sind noch Grasballen. Die lagern wir immer zwischen. Unsere Wiesen sind soweit, ja, die werden gedüngt, die schon gemäht wurden. Die anderen sind dann fertig. Ich gucke gerade, ob Feld Nummer 36 ist auch gedüngt. Volle. Und hätten wir dann gleich hinfahren müssen. Ah, müssen wir nicht, wir haben das schon fertig. Jetzt geht es auf die 44 muss noch gekalkt werden. Das dauert aber noch ein bisschen. Wir können. Ich glaube, der ist fertig. Da würde er sich ja melden, wenn er fertig ist. Unser Heu, was mal gerast werden sollte für die Heutrocknung. Und wir wird gleich umgeändert auch Richtung unser Lager. Und haben wir eigentlich wieder ganz gut Heu. Denke ich mal. Da sollen wir weiter hinkommen. Die Heuschocker müssen wir irgendwann noch Diesel kriegen. Aber das ist aktuell nicht so wichtig, weil ja, wir haben genug Heu. Und Diesel holen jetzt. Müssen wir einen Tankschlepper, ja, könnten wir schnell machen. Habe ich Traktor vor Ort? Denkt man schon. Das ist auf dem. Mal einsteigen, weil dann kann er weiterarbeiten. Ne? Da ist der Dieselfass. Traktor haben wir auch irgendwo. Können wir ein Auto nehmen, ne? Auto können wir auch nehmen. Dann schon im Hof. Ob das nun funktioniert, weiß ich nicht. Ich nehme an, ja. Wenn nicht, war es ein Versuch und weiß Bescheid. Entschuldigung. Normalerweise ist es nicht vorgesehen. Nicht logisch. Wegen der Zapfwelle. Jo. Gut. Kann man nicht so genau nehmen, ne? Ja, die Sonne scheint und wir haben Regen, das ist typisch. Aber die Heuschrank brauchen wir Diesel, das ist Heu auch fertig kriegen wir hier. So, die Endwars gewesen. Die müssen ja öffnen, ne? Deswegen können wir weiter. Der ist fast fertig. Wo haben wir unser Fahrzeug und LKW hingepackt? Steigen wir mal ein. Achso, wir waren schon bei der BGH fast. Ja, sagt doch einer was, ne? Auf Rückweg, Mann und Rückweg. Düngergras, Chiptuning, ja, was ich. Blocking, Heu. Ah, der ist noch da. So, Blocking, das war mir eh klar. Ja, fertig ist er. Das heißt, den werden wir jetzt zur Straße fahren. Ganz einfach. Wir können aber ein bisschen Rest sammeln, ne, oder? Ach, das geht nicht. Ja, wir fahren mal zur Straße. Und dann lassen wir mit dem Auto drive zurückfahren. Mal sehen, ob die 107 funktioniert. So. Dann müssen wir jetzt Dings aktivieren, und zwar. Oh je, ach hier oben. Ach, jetzt fällt mir ein, ich muss den Autosave ändern. Auf die 1.2, das heißt, ah, gut, das können wir jetzt vergessen. Macht aber nichts.
Schlimmeres. Ja, das stimmt. Neue Version, wo man auch den Kursplay entsprechend den Autodrive, die Versionsnummer ändern. Das ist jetzt aktuell vor 1.1 war, muss 1.2 aktualisiert werden. Dann sind die Kurse hier auch aktiv. Ansonsten wird auch neu einfahren. Das wäre ja Quatsch. Unsinn. So, den fahren wir gleich rein. Den nehmen wir schon. Der Düngerscheuer ist fertig. So, nur 5. Das ist jetzt Folge Nummer 10. Wahnsinn. Also ich muss noch 6 machen. Oder ich will 6 noch machen. So, jetzt haben wir mittlerweile frühen Sommer und 10.10 Uhr. Das heißt, Zeit läuft ja weiter auf 5. Das heißt, den heutigen Tag werden wir auch gut über die Runden kriegen. Unsere Felder sind soweit fertig, die können wachsen. Jetzt kriegen wir ein bisschen Regen, das ist gut. Und das Sägewerk müsste eigentlich Holz bekommen, aber gut, das ist nicht so wichtig. Bitte wollen die Ballen erstmal Richtung BGH kriegen, dass die dann später die Ballen alle schön einstellen können. Mit dem Trigger für. Na genau, für die das für die BGH halt, ne? Dass die unten die Silage bekommt. Und dann haben wir eine Klima und nachts Geld. Zwar Ende Sommer kann man sagen, aber immerhin. Und da können wir auch das Maisfeld nicht verkaufen, denke ich mal. Die 19. Den haben wir jetzt hier. Jetzt können wir die Mischfabrik reinkippen. Dann können wir bei Gelegenheit mal diese Ballen, hier sind die Glasballen, auch einkippen. Dann ist hier rechts. Dann kann er auch arbeiten. Nachher. C wollte ich machen. C, wo ich stehe. So. Heu. Und hier schnell den Deckel zu machen, ne? Nein. Der fällt noch voll. Dann gehen wir zum LKW. Der hier steht. Ist hier mal reif? Sieht nur so aus. Parken die schon wieder? Ja, irgendwas ist hier faul. Traktor oder sowas? Kann sein. Das ist der Case, ne? Muss ich einen anderen Traktor nehmen. Ein bisschen was tun. Wo haben wir jetzt einen? Wo haben wir jetzt einen Traktor, den wir nehmen könnten? Den könnten wir nehmen? Ja. Den werden wir nehmen. Das ist der. Das war ein Pflegebereich und das ist egal. Denn das kann es ja nicht sein, ne? Der ständig hier anhält. Ist nicht so ideal. Wir wollen ja was schaffen. So ein Case, ne? Oder ein Nagel-Ferkel-Meeting heißen hier. Oh, Zufall. Bisschen. Ja, als Feldweg wird nicht betrieben. Den stellen wir hier in die Ecke hin. Sonst steht er nur im Weg, das ist schlecht. Und Düngen ist ja kein Problem. Aber wir müssen immer kalken, das ist ganz wichtig. Also kalken ist hier immer wichtiger als düngen. Dann können wir nämlich düngen hinterher gehen. So. So, wo bist du? Dann können wir den anderen gleich nehmen und den. So, löschen.
Und was der erste ist, dann ist er. So, müssen wir anhängen, dann können wir da auch entsprechend. Denn das ist ja nicht normal. Das ist aber ein normaler Traktor. Käse Magnum. Lassen. Löschen. Normaler Traktor müsste normalerweise funktionieren. So. Gewitter haben wir, ein Sommergewitter. So. Gut, dass es nicht so gut da steht, aber gleich auch angreifen. Normalerweise hätte ich mal. Ja, gut. Modus. Links normalerweise. Ich muss mal schauen, wie jetzt fährt. Das ist die Abzeichnung. Das ist eine. Gedacht. Wenn das Fenster links ist, dann muss er nach links. 3 Meter. Warum das so ist, ich weiß es nicht, aber man kann es einstellen. Das ist wichtig. Besser wäre gewesen. Das kann doch funktionieren. Wir auch ein bisschen erlösen vom Leiden, ne? Das ist der rechte. Kern weiß ich nicht genau. Ja, das ist der Kurs hier, der. Wo er aufgehört hat, das weiß ich nicht. Im Grunde müssen wir jetzt hier vorne anfangen. Rechts. Jemals passt, ne? Ich weiß es nicht genau, das müssen wir sehen. Wenn eine Bahn vergessen wurde nachher, dann weiß ich Bescheid. Wenn ich verkehrt lag. Rechts. Also rechts passt auf jeden Fall. Der mittlere ist der Kurs für beide Fahrzeuge. Und wenn wir den rechten haben, dann muss er rechts vom Kurs stehen. Ne? Das ist im Grunde nicht verkehrt. So. Der LKW, oder den kann man mal stehen lassen. Wo war der? Mischfutter wollen wir machen. So, hey, der Consumer, Mensch, der Regen. Die wollen ja die Mischfutterfabrik wölzen. Die wollen ja die Heutrocknung ein bisschen Diesel geben, damit das auch trocken wird, ne? Ja. Ich persönlich bin immer der Meinung, das soll durcharbeiten, damit das Gras auch trocken werden kann. Sonst wird es ja irgendwann schimmelig, ne? Normalerweise wäre das so. Hier im LS war nicht, aber hier wird auch so getan, als wenn das richtig so wäre. Meist jedenfalls. Hier hätte ich mir auch gewünscht, dass das ein Schlauch wäre oder sowas. Aber wahrscheinlich muss man noch den anderen Bot haben, oder? Ich will das entsprechend zaubern. Und da kann ich nicht alles machen, ne? So, jetzt ist das läuft. Ja, wo habe ich den LKW hingepackt? Gut.
echt ein Partner und sieht nur so aus. Ja, sieht nur so aus. Ja, man kommt. Hier haben wir auch schön Schwung. Und das können wir verkaufen als Getreide. Trikale. Für Schweinefutter wird es noch nicht reichen. Da müssten wir. Doch, im Prinzip schon. Mais haben wir. Können wir ein bisschen abzwacken. Wir abzwacken. Gerste, Weizen haben wir. Rüben werden keine gebraucht. Kartoffeln auch nicht. Und die muss man normalerweise das kochen, die Kartoffeln. Die Rüben. Ja. Rüben wäre Schweinefutter im Prinzip. Muss man von der Zuckerfabrik die Reste nehmen. Das wäre eine Option. Als Futterergänzung, als Zugabe. Das eine wäre einfach zu süß auf Dauer, ne? Aber geht glaube ich nicht. Aber wenn wir hier nachher Bier machen, dann haben wir ja auch eine Schweinefutter als haben wir halt, ne? Als Abfallprodukt, sagen wir so. Und das gibt es wirklich. Klar, wenn man das Bier erstmal, bevor das Bier gemacht wird, das ergibt sich ja normalerweise. Und das kann man sogar selber essen. Perfekt. Kalorienreich, sag ich mal. Aber ideale für Schweinefutter. Ja. Ein paar Bahnen kriegen wir noch zusammen. Das ist gut. Ja, aber nicht mehr heute. So, liebes Hörer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Seid mal Tschüss und den Gewinn. Ciao, ciao. Bald werden wir kalken. Ja, und dann geht's weiter hier, ne? Kalken, düngen und dann kommen wir abwarten. Dann wird sicherlich bald die Erde beginnen. Naja, die Ernte, na gut. Heute wohl nicht mehr, ne? Aber den Game-Tag. Tschüss. Danke fürs Reinschauen.